Die Ostsee. Urlaubsort, Handelsweg und Lebensraum. Ein Meer mit vielen Facetten. So bekannt und so vielseitig seine Küstenlandschaft auch sein mag. Das Leben unter Wasser ist selbst für viele Einheimische eine große Unbekannte. Wagen wir also einen Blick in die Ostsee vor unserer eigenen Haustür. Ausgestattet mit Maske und Schnorchel haben schon viele Schwimmer die Buhnen vor der Küste Bürgerendes erkundet. Über und über mit Miesmuscheln bedeckt, bilden sie einen starken Kontrast zum recht eintönig erscheinenden Meeresboden. Verlässt man jedoch den Schutz der Buhnen, kann man schon nach wenigen Metern die ersten Küstenbewohner entdecken. Vertreter wie Scholle und Steinbutt sind zwar vielen als Speisefisch bekannt, über deren Lebensweise wissen die meisten Menschen jedoch erstaunlich wenig. Nicht nur über, sondern auch unter Wasser sind die Lebewesen den Zyklen der Jahreszeiten unterworfen. Jedes Frühjahr zieht es so auch die sehr selten gewordenen Seehasen an die Küste der Ostsee. Dort begeben sich die orange leuchtenden Männchen auf die alljährliche Partnersuche. Da die Bestände in den letzten Jahrzehnten mancherorts um bis zu 90% zurückgegangen sind, ist die Suche nach einer geeigneten Partnerin kein leichtes Unterfangen. Dabei steigen einige Arten zunächst aus einer Tiefe von bis zu 300 Metern an die Oberfläche auf. Für viele folgt dann eine tage- oder oft wochenlange erfolglose Suche nach einer Partnerin. Je länger die Suche dauert, umso erschöpfter wird der männliche Seehase. Oftmals ist er dann gezwungen, sich wieder in die Tiefen der Ostsee zurückzuziehen und sein Glück im nächsten Frühjahr erneut zu versuchen. Das deutlich weniger farbenfrohe Weibchen will nämlich erst einmal umworben werden. Dazu bereitet das Männchen bereits ein Nest für die Eiablage vor und versucht dann das Weibchen mit seinen handwerklichen Fähigkeiten zu beeindrucken. Ob es wohl dieses Mal gereicht hat? Es ist Ende April und während an den Stränden die ersten Urlauber spazieren gehen, tummeln sich unter Wasser bereits Schwärme von Uhrenquallen. Argwöhnisch beobachtet von den Bewohnern am Meeresgrund. Für die Seehasen bedeutet der Frühling dann vor allem eins: Brutpflege. Das Männchen wird in dieser Zeit das Gelege von bis zu 200.000 Eiern bedingungslos verteidigen und macht dabei selbst vor deutlich größeren Fressfeinden keinen Halt. Seegraswiesen. Weitläufige Felder bedeckten einst große Teile der küstennahen Gewässer. Eine einzelne Pflanze besteht aus tausenden Sprossen und kann über 800 Jahre alt werden. Seegras verlangsamt die Meeresströmung erheblich und bietet somit vor allem kleine Lebewesen Schutz vor den Gezeiten. Von vielen Arten werden die Seegraswiesen daher als Kinderstube genutzt und stellen einen wichtigen Pfeiler der Biodiversität dar. Bedroht durch übermäßige Nährstoffzufuhr aus der Landwirtschaft, ist das Seegras mittlerweile auf der roten Liste der bedrohten Arten zu finden. Ein Absterben dieser Biotope hätte unabsehbare Folgen für alle Bewohner der Ostsee. Vielerorts hat sich diese Erkenntnis bereits durchgesetzt und so werden Anstrengungen unternommen, Seegraswiesen an geeigneten Plätzen neu anzusiedeln. Eine der markantesten Bewohner sind wohl die Seenadeln. Gleich mehrere Unterarten, wie zum Beispiel die große Seenadel und die Grasseenadel, teilen sich dabei einen Lebensraum. Einige Seenadelarten schmücken sich in der Paarungszeit mit charakteristischen Zeichnungen. In der Liebe ist bekanntlich alles erlaubt. Hauptsache, man fällt auf. Dieses leuchtende Blau imponiert sogar den kleinen Seestichling auf dem Blasentankfeld nebenan.
Und auch wenn manche Artgenossen bei der Partnersuche gerne mal handgreiflich oder in diesem speziellen Fall scherengreiflich werden, so bietet sich am nächsten Tag stets eine neue Chance für die Liebe. Bevor es zum eigentlichen Paarungsakt kommen kann, muss die männliche Strandkrabbe seine Partnerin zunächst auf den Rücken drehen. Ein Unterfangen, das oftmals mehrere Stunden dauert und beide Seiten ziemlich erschöpft. Nach diesem anstrengenden Akt geht das Männchen erst einmal wieder auf die Jagd. Und wo ginge das besser als auf einer Mergelbank? Dabei handelt es sich um riffartige Überbleibsel aus der Eiszeit. Und was von oben noch recht unbelebt aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine Heimstatt für einige der erstaunlichsten Ostseebewohner. Geschützt vor Fressfeinden haben es sich hier gleich mehrere, nur daumennagelgroße Felsengarnelen gemütlich gemacht. Diese beinahe ätherischen Gliederfüßer sind erst in den 2000er Jahren in die Ostsee eingewandert. Oftmals teilen sich die Neuankömmlinge den Lebensraum mit der deutlich größeren Ostseegarnele. Da die Felsengarnele aber praktisch keine Fressfeinde hat, wächst ihre Population beständig an. Das Anwachsen der Felsengarnelenpopulation ist ein Umstand, den die ebenfalls eingewanderte Schwarzgrundel argwöhnisch ihre Höhle bewachen lässt. Es ist Sommer. Die jungen Seehasen sind bereits vor Wochen geschlüpft und mittlerweile ganze 9 mm lang. Da sich beide Elternteile bereits wieder in tieferen Gewässern befinden, sind die Jungtiere auf sich alleine gestellt. Sie nutzen jede Deckung, die sich bietet, und halten sich mit Hilfe einer Saugscheibe am Unterleib an der örtlichen Vegetation fest. Sie werden noch mehrere Monate in ihrer Kinderstube verbringen und erst wenn sie groß genug sind, den langen und gefährlichen Weg in die Tiefen der Ostsee antreten. Aber bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit und jetzt gilt es erst einmal, die große weite Welt der Mergelbänke zu erkunden. Eine echte Überraschung bietet die Ostsee jedem Taucher, der sich auf den Weg zu einem der zahlreichen Wracks macht. Kriege und Stürme haben stets ihren Tribut gefordert. Doch was des einen Leid, ist des anderen Freud. So fanden zwischen alten Planken und Masten die Dorsche eine neue Heimat. Sie können bis zu 2 Meter groß und 40 Kilo schwer werden, was aber aufgrund der starken Überfischung eher selten geworden ist. Sie bilden nachts größere Schwärme und gehen auf die Jagd nach Krebsen, Muscheln und Sprotten. Dabei nutzen sie oft die Deckung, die sie in großen Ansammlungen von Seenelken finden. Und auch wenn diese Lebewesen eher wie Pflanzen aussehen, so sind es doch sogenannte Blumentiere. Mit ihren unzähligen Tentakeln fischen sie das umherschwebende Plankton aus dem Wasser. Sollte ihnen der aktuelle Standort nicht mehr genug Nahrung bieten, lösen sie sich von ihrem Untergrund und lassen sich als Kugel einfach zum nächsten Futterplatz treiben. Sobald es dunkel wird über der Ostsee, gelten plötzlich neue Regeln und so mancher Meeresbewohner, der uns sonst nur behäbig und passiv erscheint, begibt sich nun auf die Jagd. Selbst die Kissenseesterne nutzen jede Gelegenheit,
ihren Speiseplan zu erweitern. Der Seeskorpion ist mancherorts auch als Knurrhahn bekannt. Und trotz seines gefährlich klingenden Namens handelt es sich nicht um einen giftigen Vertreter seiner Art. Ein oft unterschätzter Jäger ist die Scholle. Den ganzen Körper zu beschleunigen nutzend, kann sie eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen und so auf Beutetiere wie zum Beispiel auch Seeskorpione herabstürzen. Pech gehabt. Aber es gibt immer ein nächstes Mal. Deutlich behutsamer bei der Jagd geht die gelbe Haarqualle vor. Das umgangssprachlich Feuerqualle genannte Nesseltier wartet einfach ab, bis ein Beutetier sich in den bis zu 2,50 Meter langen Tentakeln verfängt. Dort wird es mit Hilfe von Nesselgift betäubt und anschließend verdaut. Auch der Dorsch begibt sich nun auf die Jagd nach seiner bevorzugten Beute, der Sprotte. Dabei ist die Jagd auf diese etwa 10 cm großen Fische nicht nur zur Nahrungsbeschaffung wichtig. Die Sprotte frisst nämlich bevorzugt den Laich der Dorsche, sodass die Bestände beider Arten sich außergewöhnlich stark beeinflussen. Der Morgen dämmert und die Jäger der Nacht ziehen sich wieder in ihre Habitate zurück. Und so beginnt ein neuer Tag in der Ostsee vor unserer Haustür.